Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen und heutigen Episode des Brot Podcast, Dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin des Brautguide und Moderatorin des Brot Podcast, Und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Heute werden wir ein Thema erkunden, das vielen Bräuten vor der Hochzeit ähm, häufig schlaflose Nächte bereitet, nämlich die Angst vor Regen am Hochzeitstag. Fällt dann echt alles ins Wasser? Was sind die Punkte, auf die du achten kannst? Ähm, wie kannst du jetzt schon vorsorgen, damit eben deine Laune kein Spielball in den dunklen Wellen wird? Heute haben wir wichtige Tipps, um Ohren Unruhe in diesem Thema zu vermeiden, ein für alle Mal zu überwinden. Also lass uns reinstarten. Willkommen, meine Liebe, zur heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und zuhörst und dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Du hast ja schon gehört, worum es heute geht. Also glaub mir, es ist völlig verständlich, dass du dir vermutlich einen sonnigen Hochzeitstag wünscht. Zumindest ist das, ist das bei den meisten Bräuten so. Aber Regen ist einfach in unseren Gefilden nicht ganz abwegig, auch eben nicht im Sommer. Aber ist Regen denn wirklich so schlimm? Macht er deine gesamte Hochzeit zum Fiasko? Oder gibt es vielleicht sogar einfache Lösungen, die du jetzt schon vorbereiten kannst, wo du dir jetzt schon Gedanken machen kannst, damit es eben gar nicht so tragisch wird? Wir werden im Laufe dieser Folge verschiedenste Punkte beleuchten, um dir einfach mehr Ruhe zu geben. Bevor wir aber richtig eintauchen, möchte ich dir oder möchte ich Dich vielmehr an eine ganz großartige Sache erinnern. Denn wenn du noch weitere wertvolle Tipps suchst und Lust hast, noch tiefer in das Thema Hochzeitsplanung, wahrscheinlich ist es ja so, einzutauchen, dann schau unbedingt mal auf meiner Webseite vorbei, denn dort hast du nämlich eine ganz, ganz besondere Möglichkeit. Du kannst dort ganz kostenlos deine aktuelle Brautphase ermitteln. Super spannend. Die Phase der Hochzeitsplanung, in der du jetzt gerade steckst. Damit du herausfinden kannst, was deine nächsten Aufgaben sind, wo dein Fokus liegen darf, damit du eben nichts vergisst oder versäumst, habe ich genau diesen Test für dich entwickelt. Es gibt also ziemlich wertvolle Erkenntnisse für dich, um deine Hochzeit zu einem ganz unvergesslichen Erlebnis zu machen und eben nicht zu versäumen. Nimm dir einfach ein paar Minuten. Es geht ganz fix, sind nur wenige Minuten Zeit und mach den Test auf stephanie.roth.de. Dort kannst du den Button finden, kostenlos meine Brautphase finden. Und du lässt dich, wie viele Bräute vor dir auch schon, mit dem Ergebnis inspirieren. Du lässt dich erst durch die Fragen führen und dann bekommst du ein ganz spezielles, auf dich zugeschnittenes Ergebnis mit persönlichen Impulsen und Tipps, die dich richtig ähm, ja, nach vorne bringen werden. Eine ganz perfekte Ergänzung zur heutigen Braut-Podcast-Episode, also spring. Schnell auf stefaniroth.de und mach sehr sehr gerne den kostenlosen Test für dich, um dann die ganzen Inspirationen ganz persönlich für dich zu bekommen. In der heutigen Folge, mit der wir jetzt aber weitermachen, geht es also um den Regen und darum, wie du dieses blöde Gefühl loswirst, was du vielleicht manchmal so eine Bauchgegend spürst, wenn du an das Thema Regen denkst. Beim Gedanken an Regen an der Hochzeit, da schnürt es manche Bräute einfach irgendwie zu, weil ja die Vision, die wir auch irgendwie alle mal vor Augen haben, ist in den meisten Fällen, es gibt Ausnahmen, ähm, einfach der schöne Sonntag. Zuallererst ähm, widmen wir uns einem Thema, um dieses Gefühl loszuwerden, nämlich dem Thema der Akzeptanz. Wenn du von Anfang an akzeptierst, dass das Wetter eben nicht immer vorhersehbar ist oder auch beeinflussbar ist, dann bist du schon einen ganz großen Schritt weiter. Und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen einfach, aber eine positive Einstellung ist von so großer Bedeutung. Denn, meine Liebe, Regen, ich sage dir das heraus aus der Erfahrung von so vielen Hochzeiten, Regen bedeutet nicht zwangsläufig ein Unglück. Nein, bedeutet auch nie ein Unglück. Was macht dir aber eigentlich Angst? Welche Dinge sind es, die dir Angst machen, wenn du darüber nachdenkst, dass du echt ja ein bisschen Furcht eben vor dem Regen am Hochzeitstag hast. Und schau dir einfach mal an, sind diese Dinge denn wirklich so schlimm? Also schau dir einfach mal ganz konkret an, was macht dir Angst? Welche Dinge sind es einfach und sind diese Dinge dann wirklich so schlimm? Wenn sie passieren, ist das ist dann deine ganze Hochzeit in den Fluten versunken? Oder gibt es einfache Lösungen dazu? Hierzu gehen wir im Laufe des Podcasts noch auf einige wichtige Punkte ein. Aber frag dich schon mal, was macht dir eigentlich Angst? Macht es dir Angst, dass du vielleicht nass werden könntest? Oder macht es dir Angst, dass deine Gäste nass werden könnten? Oder dass irgendwelche Programmpunkte nicht stattfinden können? Und wäre das wirklich so schlimm oder gibt es ganz einfache Lösungen, um diese Ängste, diese, ja, un, dieses ungute Gefühl in bestimmten Bereichen irgendwie auszumehren und einfach ähm, ja, Lösungen zu finden, um das Ganze entspannter zu machen? Ein super schönes Tool ist es hier außerdem, dass du den Hochzeitstag immer wieder mit bestem Wetter manifestierst. Indem du dich hersetzt und die Augen schließt und genau fühlst, wie dieser Tag denn eigentlich sein soll. Den Tag mit bestem Wetter und ganz viel Liebe ähm, starte am besten tatsächlich mit dem Morgen, mit dem Morgen, mit dem Aufwachen. Also setz dich her und schließ die Augen und stell dir genau vor, wie es wäre, wenn du aufwachst und vielleicht dann schon die Sonne zum Fenster hineinscheint und fühl das so richtig, fühl den Tag so richtig mit seinem besten Wetter. Und ich empfehle dir einfach das immer wieder zu tun, also dieses vorstellen des Tages bei bestem Wetter. Und das immer wieder zu wiederholen, also regelmäßig reinfühlen, ausmalen, wie der Tag sein wird. Denn was hier passiert, du verbindest dich so sehr mit diesem guten Wetter, mit dem, was du dir wünschst, dass es einfach viel viel kraftvoller wird. Kann übrigens auch andersherum passieren. Und deswegen mal so ein kleiner Sneak, warum ich dir sage, du solltest das auf jeden Fall tun mit diesem Manifestieren. Vielleicht hast du schon darüber gehört und immer den Kopf geschüttelt. Aber pass auf, denn ich habe diese Geschichte für dich, also die tatsächlich wahrhaftig passiert ist. Ich habe es nämlich erlebt, dass eine Braut bei jedem unserer Gespräche das Thema Regen ins Spiel brachte. Und sie war so angsterfüllt, dass es Regen, regnen könnte, dass sie immer wieder, immer wieder, immer wieder in diese Angst gegangen ist. Sie fokussierte sich also so sehr darauf, und es war so heftig, dass sie es nicht oder nur ganz selten schaffte, sie ähm, ja, von diesem Gedanken wegzubringen oder diese Mauer zu durchbrechen, diese Angst zu durchbrechen. Obwohl ich mich echt bemüht habe und das halt auch sonst immer sehr gut klappt, aber hier war es schon so festgezurrt, diese große Angst, dass es ganz ganz schwierig war da durchzukommen. Und jetzt sage ich dir, was passierte. Der Hochzeitstag kam, alles war super vorbereitet und die Braut war auch tatsächlich recht gelassen. Trotzdem kam am Morgen wieder dieser Kleine Satz, dass sie so sehr Furcht vor dem Regen hat. Und der Morgen war super, alles passierte genauso wie geplant, die Trauung kam und dann der Gang aus der Kirche. Und genau in diesem Moment, als das Brautpaar, und das ist wirklich wahr, als das Brautpaar aus der Kirche trat, ergoss sich ein richtiger Regenguss. Sie kamen gerade noch so raus und die ersten ähm, zwei, drei Umarmungen konnten sie noch entgegennehmen und dann kam diese dicke Wolke, die du magst es glauben oder nicht, tatsächlich über dem Bereich der Kirche lag. Wie gesagt, du brauchst es nicht glauben <laughs> und ähm, du brauchst auch nicht glauben, dass sie selbst ihr Wetter gemacht hat, aber man könnte es meinen. Denn dieser Regenguss war wenige Minuten, kam mit einem Schlag runter, und es war einfach richtig heftig. Energie folgt der Aufmerksamkeit, sagt man. Also würde ich sagen, versuche es lieber andersrum. Und das sage ich dir mit einem zwinkernden Smiley. Versuche es lieber andersrum. Geh in die Visualisierung deines Tages mit bestem Wetter und lass dieses ähm, schlechte Wetter einfach außen vor. Und zue das nicht so fest, sondern zue lieber fest, dass es so wird, du, wie du es dir vorgestellt hast. Also mit Sonne. Also, wir haben jetzt einmal die Akzeptanz, dass du akzeptieren darfst, dass es, ähm, ja, sein kann, dass das Wetter schlecht wird. Ähm, das ist der erste Schritt zu fühlen. Okay, es kann so sein. Es ist völlig okay. Ähm, es darf so sein. Und dann gehst du damit in die Ruhe. Ähm, aber trotzdem kannst du dir manifestieren, kannst du immer in das Gefühl gehen, mh, denn das hilft auch sehr gut. Die zweite Sache ist, dass du in die alternative Planung gehst. Das heißt, dass du immer den Plan B für alle Punkte bereithalten darfst. Erstmal findest und dann bereithältst für den Tag. Also, das heißt, geeignete Regenlocations finden, die aber, und das ist ganz wichtig, auch gleichzeitig zu deiner ursprünglichen Vision passen. Also, was ist der Plan B für die Traulocation? Die soll eigentlich draußen stattfinden. Was ist der Plan B? Oder was ist der Plan B, wo können die Gratulationen stattfinden? Was ist der Plan B für die Gruppenbilder? Genau, und diese, dieser Plan B, der, das ist wichtig, wie gesagt, sollte zu deiner ursprünglichen Version passen. Denn wenn die eigentliche Version eine Trauung im Burggarten ist, der Plan B aber irgendwie eine Trauung im, im hässlichen Innenraum von irgendeiner Turnhalle, dann ist es klar, dass du dich wehrst gegen, diese, gegen diesen Plan B, dass du dich wehrst gegen den Gedanken an Regen. Denn ähm, es ist super verständlich, dass wenn der Plan B einfach echt nicht wirklich schön ist, murks ist, dass ähm, du deine Abneigung verspürst. Also wenn du aber stattdessen ähm, als Plan B irgendwie die Trauung im spannenden Burginneren, planst, dann ist der Regen einfach gar nicht mehr so schlimm und du kannst es viel viel ähm, ja mit viel viel mehr Gelassenheit sehen und viel viel entspannter angucken. Also Plan B für die Punkte, aber der Plan B, der möglichst genau zu der ursprünglichen Vers Vision passt, das ist ganz ganz wichtig. Dann die Notfallausrüstung. Was könnte denn bei Regen helfen? Denn auch das bringt dir viel mehr Gelassenheit. Da hätten wir vielleicht Regenschirme, Regenponchos. Übrigens ganz besonders gut. Weiß neutral, <laughs> damit keine Farbreflexe auf Kleid und Haut kommen. Ähm, es sieht dann immer echt ungünstig aus, wenn du plötzlich grüne Schirme hast und ähm, dann womöglich auch noch die Fotos damit machst und dann die Gäste grüne Haut haben, du grüne Haut hast, das Kleid grün wirkt. Also, da echt weiß, neutral halten, durchsichtig, wie auch immer. Ähm, Regenschirme, Regenponchos, perfekt. Halte das bereit für dich, für die Gäste. Ähm, hilft schon mal sehr, sehr gut. Denn solche Dinge werden einfach dazu beitragen, dass alle trocken bleiben und sich eben auch wohlfühlen. Und du bist dann auch viel gelassener. Für euch als Paar, als Brautpaar ist übrigens ein extra großer Regenschirm sehr, sehr spannend und entspannend. <laughs> ähm, so braucht ihr nicht unter zwei Regenschirmen hin und her springen. Ähm, ihr habt euch gut abgedeckt. Und ähm, klar, es funktioniert vielleicht auch immer, dass du die zwei Schirme nutzt. Aber zum Beispiel für Shooting ist ein großer natürlich perfekt. Außerdem... Die Notfallausrüstung, da kann auch ein Bestandteil ähm, sowas sein wie Handtücher, falls irgendwas getrocknet werden muss. Gegebenenfalls auch ein Föhn, der hilft dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Ähm, dann natürlich für dich, für deinen Lieblingsmenschen Wechselschuhe und Socken, auch gute Sache. Ähm, weil nichts ist schlimmer als nasse Füße, nasse, kalte Füße. Da fühlt man sich ganz unwohl. Der ganze Körper, der wehrt sich. Ähm, deswegen da Wechselschuhe und Socken. Feuchttücher ist auch nochmal super zum Reinigen von Glattlederschuhen. Wenn es schlammig ist, auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, und ich sage dir eins, achte bei deiner Schuhwahl. Wenn du Schuhe kaufen gehst, Hochzeitsschuhe kaufst, dann achte schon darauf, sind es Schuhe, die auch gegebenenfalls mit Regen klarkommen? Und denn da auch wieder kaufst du irgendwelche ähm, Satin-Schuhe oder so etwas, dann hast du direkt schon die Furcht, oh, bei Schlammen könnten da braune Ränder entstehen. Das sieht ja unschön aus und die gehen auch tatsächlich nicht wieder weg, zumindest nicht am Hochzeitstag, vielleicht mit Reinigung danach, aber ähm, die lassen sich nicht mal eben mit einem ähm, Feuchtuch wegwischen. Glattlederschuhe hingegen sind da viel, viel einfacher zu handeln. Also achte bei der Wahl deiner Schuhe schon direkt darauf. Sind die fein mit Regenwetter, dann ähm, bist du auch da viel, viel entspannter. Zudem ziemlich wichtig ist die Kommunikation mit den Hochzeitsdienstleistern darüber zu sprechen, was passiert, wenn es regnet. Eine ganz spannende und für mich ähm, ja eines der wichtigsten Dinge tatsächlich, dass du mit den Hochzeitsdienstleistern absprichst, welche Pläne gibt es, ähm, welche Al Alternativen gibt es für Regen, wo serviert der Caterer den Sekt, vielleicht woanders unter Dach, <laughs> wo findet der Tortenanschnitt stattdessen statt? Und diese Punkte solltest du auch frühzeitig mit dem Fotografen, dem Videografen besprechen, damit ähm, da die Personen Bescheid wissen, wo findet das Ganze statt, brauchen wir extra Beleuchtung, ähm, gibt es eine Veränderung, ist vielleicht weniger Platz und ähm, um ein bisschen besser darauf reagieren zu können. Und auch da direkt... Mit dem Fotografen besprechen, welche Regenalternativen Regen, Regen gibt es eigentlich? Hat er ähm, ja, Ideen, Vorschläge, irgendwie eine Scheune, ein alter Bauernhof, weiß ich nicht, der Autoscooter auf dem Rummel, die Innenräume einer Burg oder einer Kirche oder der kleine Hafen, der irgendwie ein, ein Dach hat oder ein Café, was sich dort befindet, Regenschirme, Gummistiefel oder im schlimmsten Fall ein After-Wedding-Shooting? All sowas können Möglichkeiten sein, denn auch das bringt dir direkt mehr Gelassenheit, wenn du weißt, okay, wir haben diese Alternativlocation ähm, und die ist auch sehr, sehr cool. Auch da wieder ähm, sollte zu eurer Vision passen, zu eurer ursprünglichen, dann bist du viel, viel entspannter mit all dem und musst dir, darfst dir an diesem Tag über diese Dinge keine Gedanken mehr machen, sondern kannst es einfach laufen lassen, egal wie das Wetter wird. An der Stelle erinnere ich dich auch nochmal an die Bedeutung des Augenblicks, denn du sollst dich daran erinnern, worum es bei deiner Hochzeit eigentlich wirklich geht. In erster Linie ist es ein Fest für eure Liebe, für das Zusammensein und das Wetter darf da im Hintergrund stehen. Genießt den Moment und feier eure Liebe, denn es ist egal, ob es regnet, stürmt, was auch immer, eure Liebe ist da und darf gefeiert werden, egal ob ein nasses Kleid das spielt absolut gar keine Rolle. Oder, ähm, ja, was auch immer, es spielt keine Rolle. Sei einfach dankbar, dass deine Lieblingsmenschen da sind und dein Partner da ist an deiner Seite und feiert euch. Erlebt diesen Tag, feiert gemeinsam. Denn dieses entspannte Mindset, was du dann hat, hast, ähm, damit es viel, viel leichter zu leben, gelassen zu sein, ähm, und mit dem Mindset, dass du eh nichts daran ändern kannst an dem Wetter, dass du nur damit umgehen kannst, zu lernen, damit umzugehen, das ist das, was so wichtig ist. Ja, es gibt Dinge, die können wir beeinflussen. Und über diese Dinge dürfen wir uns auch gern mal ärgern. Ähm, bei dem Wetter ist es aber anders, denn da können wir nichts machen. Und da bringt es nichts, wenn du dich ärgerst. Da geht es nur ums damit umgehen. Was auch noch wichtig ist, was ich dir noch mitgeben mag, ist, dass du dich auf Sprüche einstellen kannst, solltest, darfst. Ähm, Regen bringt Segen oder anderes. Deine Liebsten, die wollen euch nur trösten oder eure Liebsten wollen euch nur trösten und versuchen das eben mit allen Mitteln, ähm, die sie haben, zum Beispiel mit solchen Sprüchen. Sie meinen es nicht böse, ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für das innere Gefühl nicht so sehr förderlich ist, wenn deine Aufmerksamkeit. Immer wieder darauf gelenkt wird und dadurch ja einfach sich nicht so richtig gut anfühlt. Wenn du dich darauf einstellst, allerdings dann geht das ganz ganz viel leichter. Und ich sag dir, schenk einfach ein liebevolles Lächeln als Antwort, denn sie meinen es eben nicht böse. Denn ähm, ja, ganz oben steht einfach: Stress und Angst sind keinesfalls. Förderlich, besonders wenn das Wetter sich anders entwickelt als erwartet. Also nochmal, ich kann dich absolut verstehen, wenn die dunklen Wolken am Himmel stehen oder Nieselregen, Gewitter. Du hattest es dir anders gewünscht. Ich fühle dich so sehr, aber wie gesagt, es ist eine Sache, die können wir einfach nicht ändern. Aber zum Glück können wir uns innerlich verändern und eben einfach sagen: Ich akzeptiere es so und es ist wie es ist. Es geht einfach darum, den Schmerz und die Furcht, den Frust umzuwandeln, indem du alle Maßnahmen ergreifst, wie Plan B für alles Equipment und dann im Grunde viel gelassener bist und es dir einfach egal ist. Hauptsache, dein Liebster ist an deiner Seite, deine Lieblingsmenschen sind da, dein Partner ist da und ähm, ihr könnt einfach das fest genießen. Meine Liebe, ich danke dir sehr fürs Zuhören heute und habe mich richtig gefreut, dass wir etwas Zeit zusammen verbracht haben und ähm, ja, wir dieses Thema Regen am Hochzeitstag nochmal beleuchtet haben, ähm, nochmal da tief geschaut haben, was du tun kannst, wie du damit gelassener bist. Den Regen können wir nicht abstellen, aber wir können unsere Einstellung dazu verändern. Und ähm, das Hoffe ich, konntest du mit vielen kleinen Tipps heute ein wenig tun und somit entspannter deine Hochzeit erleben und in die nächsten Planungsschritte gehen. Wenn du neu bist, heute dabei, wenn du beim Broad Podcast bisher noch nicht zugehört hast oder ihn noch nicht abonniert hast, dann mach das hiermit sehr, sehr gerne. Ähm, abonniere ihn, ihn, folge ihm, ich weiß nicht wie es. Bei Spotify heißt es, glaube ich, Folgen, bei ähm, Apple Podcasts abonnieren. Genau, ähm, um einfach keine Folge zu verpassen. Die nächste Folge, die da nächste Woche kommt. Und ähm, da sei auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und du kriegst dann immer ein Zeichen auf deinen Bildschirm und weißt, wenn die neue Folge online gegangen ist. Also Folgen abonnieren. Ähm, ich freue mich, dass wir die nächste Woche wieder zusammen erleben können und wünsche dir eine. Fantastische Woche, tolle Tage und hoffentlich kein Regen. Und wenn du Regen hast, dann weißt du jetzt, wie du damit umgehen darfst. Du weißt, ich weiß, du kannst das und ich wünsche dir dafür alles Liebe und bis nächste Woche. Vertrau dir, deine Stefanie.